Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Alan Wake. Ja, ich glaube, das ist jetzt die fünfte Folge oder so. Fünfte, sechste, fünfte? Keine Ahnung. Muss ich nachschauen, mache ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist die fünfte. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los, weil ich habe heute noch viel vor, Freunde. So, Steam Cloud. Sie können Ihre Waffe schneller nachladen, indem Sie kurz antippen. Okay. Okay, wir waren als letztes bei Lovers Peak erreichen. Alles klar. Ach ja, genau. Das war da. Wo wir nicht hoffen, dass uns Bären überrascht oder sowas in der Richtung. Genau, das war das mit dem bescheuerten Bären. Vielleicht eine Axt. War ich bei dieser Sequenz schon? Ja, da war ich schon, weil da ist alles offen. Okay. Den Radar habe ich schon angeschmissen. Zu warten, ich laufe gerade in die falsche Richtung, Freunde. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Das finde ich sehr nett von euch. Sonst wäre ich jetzt den ganzen Weg durchgelaufen. Und das wäre natürlich nicht schön gewesen. Bären, Achtung! Bitte kein Bär, bitte kein Bär, bitte kein Bär, bitte kein Bär, ich mag keine Bären. Ich hasse Bären. Okay, zwei Geister gestalten schon wieder, geil. Oh, fuck you, man. Fuck you. Okay, wo war der letzte? Scheiße. Kampf ist vorher zu viel. Wo kommt der erste Fehl? Scheiße, 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 scheiße. Fuck you, bitch. Fick dich. Lass mich. Warte, das, ich dachte schon, da kommt das gleiche Bär, aber da kommen nur diese beschissenen. Da ist der Café Souvenir Shop, wie sieht das an? Okay, Freunde, jetzt schauen, was wir da drüben haben. Bitte füttern Sie keine Tiere, denn sie könnten zudringlich werden. Und das wollen wir nicht. Sehr schön. Okay, dann, runter da. Fruit Tree. Was through? Durch den Baum. Ne? Das check ich gerade nicht. Wieso durch den Baum? Through tree? Keine Ahnung. What the hell? Lovers Peak. Warte mal, sollte ich darüber gehen? Ist da irgendwas? Ich geh mal. Wow. Was ist da? Wieso? Eine Thermoskanne. Wieso bewegt sich dieses scheiß Holzgestell? Lesen. Der Baum, aus dem dieser Ring stammte, begann 1846 zu wachsen, im Jahr, als der O. Ach, ich dachte, da kommt was. Im Jahr, als der Oregon-Kompromiss unterzeichnet wurde. Weitere wichtige Ereignisse. 1853, das Washington-Territorium wurde gebildet. 1878, Gründung der Bridge Falls Mining Co. und der Stadt selbst. 1889, Washington tritt Staatsbund bei. 1992, wird beim Waldbrand beschädigt. 1970, die Bright Falls Mining Corporation schließt ihre Tore nach einem Vulkanausbruch unter dem Cauldron Lake. 1980, Ausbruch des MT St. Helens, keine Ahnung was das ist. Und 1987, wird durch einen Sturm gefällt. Schön. Jetzt wissen wir natürlich viel mehr. Okay, weiter geht's, Freunde, weiter geht's. Kurz mal checken, ob da alles läuft, weil ich musste meinen PC neu aufsetzen und natürlich erst hoffe ich, dass da alles. Oh, bitte. Achso, ich dachte, dass da jetzt alles läuft.
Ja, sehr schön. Hüpft darüber. Gut gemerkt, mein Sohn. Okay, eine Seilbahn. Und wieder ein Schild mit bitte füttern Sie die Tiere. Ja. Drop, Hazard. Nice. Cool. Eine Karte. Wir sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind. Da oben. Lovers Peak. Okay. Boah, diese verfickten Krähen, Alter. Okay, irgendwas passiert gleich, oder? Bitte nicht. Bitte nicht. Ja, komm. Ja, komm. Cool. Okay, rein. Please keep doors closed. Bitte halten Sie die Türe geschlossen. Rumors. Ich kann das nicht lesen. Da besser, aber. Super. Los, wir müssen uns beeilen, es kommen noch mehr. Die Taschenlampe ist Kinderkram, Wake. Die Leuchtfackeln halten die Bastarde auf. Alter, wenn der mir erstmal eine Taschenlampe genommen hat. Natürlich sehe ich nee, hat sie. Er nicht. Wir müssen hier weg. Warum? Weil es so in der Geschichte steht. Ja, aber. Los jetzt! Ich habe meine Waffe verloren. Oh, ich habe eine Waffe. Sehen Sie nur zu, dass Sie mit dem Licht draufhalten. Es dauerte einen Moment, aber dann erkannte ich ihn. Er war auf der Fähre gewesen, mit der ich und alles hergekommen waren. Er hatte sie angestarrt. Er wusste, wie ich hieß. Wir näherten uns Lover's Peak. Das konnte alles kein Zufall sein. Er war der Entführer. Na los, Wake, machen Sie schon! Okay, Freunde, wir müssen. Teamwork! Ja, schön. Das hast du toll gemacht. Ein bisschen besser erzählt das nächste Mal, dann. Ging das alles viel schneller, viel schneller. Ja, komm, wohin schießt er? Schießt er auf den Baum oder was? Ich weiß ja nicht, wohin der Typ zielt, aber er sollte besser 10 Kilometer daneben ziehen, dass er was trifft. Aus dem Notfallkasten in Schach, bis die Bretter ab sind. Ich brauche ja. Keine Chance, Wake. Was soll das? Her mit der Waffe! Schnauze! Halten Sie sie mir vom Hals verdammt! Aufhören! Halten Sie gedrückt, um die Leuchtfackel zu benutzen. Okay, schön. Dann machen wir das mal, Freunde, oder? Nur noch einen Moment! Verjagen Sie sie! Blenden Sie diese Bastarde! Das hält Sie uns vom Hals! Ja, komm, mach du weiter, du! Nur noch komm! Einen Moment, ich hab ja, das hast du vor einer Stunde auch schon gesagt. Okay, es ist offen, Wake. Jetzt oder nie? Ja, schön. Jetzt oder nie. Ich würde sagen, jetzt oder nie. Dem Führer folgen. Machen Sie sich bereit. Sie sind gleich da. Schläft er? Oh, fühlen Sie sich jetzt besser, Wake? Gemütlich und sicher? Ich würde dem so am liebsten in die Fresse treten, Freunde. Der Typ gibt mir richtig am Sack. Okay, entering Lover's Peak. Eingang Lover's Peak. Schön. Eine Thermoskanne. Ich brauche eine Thermoskanne. So sieht's aus, Wake. Was liegt das da? Das letzte Gefecht. Hier sind noch mehr Leuchtfackeln.
Was das letzte gefällt? Behindert. Herr mit der verdammten Waffe, Sie kommen! So läuft das hier nicht. Halten Sie sich ans Programm, Wake. Komm, komm. Ja, schieß, 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 schieß. Schieß. Schieß ihn ab. Ja, schieß ihn ab. Und der Typ hat ein Ziel wie ein Affe beim Scheißen. Sorry, Freunde, aber. Da habe ich auf dem Moped mehr Ziel als der Typ. Nein. Fuck, was kommt da jetzt? Ach du Scheiße. Wir kommen jetzt nicht von beiden Seiten, oder? Wir kommen jetzt aber nicht von beiden Seiten. Nicht. Ja. Viel du besser. Sehr schön. Ein Kinderspiel würde ich jetzt auch nicht gerade behaupten, aber. Fuck it. Hier kommt, ich habe gleich keine Fackel mehr. Da kommt noch jemand. Hallo. Okay, ich habe keine Fackel mehr. Genau, das ging sich so genau aus. Genau, genau, genau. Okay, es reicht jetzt. Wo haben Sie meine Frau? Ich wusste, dass Sie das sagen würden. Ich habe alles schon gelesen. Sie sind ein toller Schreiber. Herzlichen Glückwunsch. Sie schaffen mal etwas Glorreiches und Schreckliches, sobald Sie von uns ein bisschen Formulierungshilfe haben. Wovon reden Sie eigentlich? Wo ist Alice? Ich will das ganze Manuskript. Oder sie wird es ganz bitter bereuen. Wenn Sie sie Okay, ich werde mal behaupten, das hätte er besser nicht getan, oder? Nein, kommen Sie zurück! Was geht? Ich bringe Sie was? Um, wenn Sie alles was antun. Gewalt schaffen. Haben Sie gehört? Kommen Sie zurück! Da liegt euch überall er Zeug. Er hatte Alice. Und er wollte das Manuskript, da er glaubte, dass es magische Kräfte hätte. Aber ich hatte schön. Kein Manuskript für ihn. Ich musste zu Barry zurück und mir die nächsten Schritte überlegen. Der Hund ist ein Fackel. Da ist wieder irgendein Kistchen. Ich bin mal gespannt, was. Öffnen. Auf. Oh, geil. Super. Ja, klar, er kann. Wie viel kann er halten? Er kann nur. Was? Nur drei? Behindert? Komm, nimm. Nee, er kann es halten. Er war zu behindert. Er hat es nun nicht gesehen, Freunde. Okay, jetzt. Komm, hoch, hoch. Ah, hoch. Sehr schön. Hoch. Okay, dann ist noch die Mannschaften. Wir versuchen es, Freunde, also. Das Manuskript noch schnell. Was? Alice Angst vor dem Dunkeln. Bei mehr als nur einem Anlass hatte Alice versucht, mir zu erklären, wie es war, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Für sie war die Dunkelheit nicht bloß das Fehlen von Licht, sondern etwas Greifbareres. Sie war etwas, das man anfassen und fühlen konnte. Schlimmer noch, sie besaß einen Verstand. Böswillig und heimtückisch. Für sie veränderten sich die Dinge in der Dunkelheit. Sie wurden zu etwas anderem, etwas Fremdem.
und nichts war mehr sicher oder unschuldig. Ich hatte nie verstanden, was sie meinte. Bis jetzt. Okay, also die Geschichte schließt sich schon langsam. Oh, fuck, was war das? Da lang, wir müssen da lang. Jetzt ist eigentlich noch nichts Spannendes passiert, Freunde. Okay, scheiße, fuck. Seht ihr das? Deren Fallen. Bärenfallen, Freunde. Kann man die irgendwie... Okay, jetzt kann man bestimmt Bären. Nein, ich will keine Bären verdammt. Der Typ legt die Fallen da. Was soll der Scheiß? Nicht dein Ernst. Er legt Fallen hin und bestäubt sie mit Glitter. Nee, das ist Gott. Ah, was zum Teufel? Rusty hat mich von den Fallen gefasst. Es tat höllisch weh, ich steckte fest. Okay, das mit dem Bitter war nicht er, aber... ernsthaft. Scheiße, wo sind die Fallen? Ich kann da keine Fallen sehen. Ja. Als ob man die Teile dann am Boden nicht sehen würde, wenn sie da so rumglitzern. Okay, Munition. Zielen. Brauche ich mich nicht gerade beklagen. So, Manuskript. Wir haben Sarah denkt an Wake. Die Klageandrohungen von Wakes Agent waren Sarah egal. Sie ließ Wake ohne Diskussion gehen, weil er etwas an sich hatte, das sie noch nicht einschätzen konnte. Etwas, das sie an ihren Vater erinnerte. Sie glaubte nicht, dass Wake seiner Frau etwas antat. Dann fiel ihr ein, wie er auf Hartman losgegangen war, wie sein Zorn ohne Vorwarnung hervorbrach. So, okay, dann, diese Richtung. Diese Richtung, 190. Okay, die Bärenfallen haben ihm jetzt nichts gebracht, Freunde. Bis auf einmal. Da haben wir nichts verloren. Kein Leben, nicht viel. Checkpoint. Wow, oh, fick dich, Mann. Boah, fick dich, Mann. Freunde, der Typ hat mich gerade echt ernsthaft erschrocken. Das war jetzt kein Spaß. Yes. Ich verstehe das immer noch nicht mit. Ich verstehe das auch immer noch nicht mit diesem Nebel. Was es damit auf sich hat, ich habe echt keine Ahnung. Bewirkt er irgendwas oder keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man die Dalle nur, wenn es. Wenn ich hieß da. Geil, die kann man nicht öffnen. Wohin? Gibt's da vielleicht irgendwas? Da wird's nichts geben, oder? Okay, ich sollte zusehen, dass ich da rüberkomme, weil wir wollen unser Glück nicht auf die Folter spannen. Lauf. Hier hinter uns ist was. Genau. Fick dich, Mann. Fick dich.
Sache, kannst du schießen, verdammte Scheiße? Fuck. Okay, die haben mir alle schon geplündert. Ich trau mich nicht raus, aber es muss wohl sein. Okay, Generator, warte mal, bevor wir diesen Generator holen. Sehen wir uns kurz mal um, was wir da alles haben. Da drinnen waren wir gerade. Ne, waren wir nicht. Ja. Halleluja! Ein Jagdgewehr, Freunde. Geil. Boah, der Kartonka. Geil, Alter. Okay, noch ein Manuskript. Wake hört eine Kettensäge. Ich glaube, ich muss dann mal los, Freunde. Die Nacht war eine Kette von Katastrophen gewesen. Ich war erschöpft und mein Körper fühlte sich an, als hätte man ihn durchgekaut. Die Taschenlampe wog schwer in meiner Hand und jede Bewegung des Abzugs schickte einen Schock durch meinen Arm. Endlich kam ich aus dem Wald und dachte, es würde besser. Da hörte ich die Kettensäge. Nee, er hört keine Kettensäge. Verdammte Scheiße, lass das. Hör auf, was zu denken, Freund. Wir brauchen keine Kettensäge. Bam, bam, bam. Okay, aber im Licht sind wir sicher, Freunde. Aber es wird uns nichts helfen, wenn wir von Licht oder weggehen. Da oben wird nichts sein, oder? Ich sehe mich besser mal genau um, weil wenn da jetzt wirklich ein Typ mit Kettensäge kommt oder so in der Richtung, könnte es. Oh Mann, ich höre immer irgendwelche Geräusche und denke mir, dass da jemand kommt, verdammt. In der Zwischenzeit bin ich das wahrscheinlich, oder? Hallo? Fokussieren. Ich hatte den Flugzeugabsturz gehört. Es ergab keinen Sinn. Es war gerade erst hier runtergekommen, aber es war uralt und sicher seit Jahrzehnten nicht mehr geflogen. Der Anblick jagte mir einen Schauer über den Kopf. Okay, was war das? Verdammt. Was war das? Das ist wieder ein Pfeil. Was sind diese schwarzen Teile verflucht? Okay, wenn ich da jetzt reingehe. Ja, jetzt spritzt er. Lol. Okay, das ist mal richtig geil gemacht, Freunde. Also das ist... Das gefällt mir richtig. Aber wo war jetzt dieser andere Pfeil? War doch irgendwo ein Pfeil. Irgendwo müsste da jetzt eine Kiste sein, aber... Ja, was? Hallo? Wo war der Pfeil jetzt? Wo war der Pfeil? Der Pfeil war da unten auf dem Stein, oder? Oh nein! Was ist mit dir? Da war der Pfeil. Was hat das mit den schwarzen Teilen zu bedeuten, verflucht? Okay, da drüben steht. Aber da ist nichts. Freunde, ihr habt das bestimmt schon lange gesehen. Ich bin jetzt nur blöd wahrscheinlich. Da oben vielleicht. Ja, ich bin es. Oh fuck. Wir schießen das Holz. Ich bin es offensichtlich so dumm, die Kiste zu finden. Okay, der Pfeil war da drauf, oder? Mann. Dann müsste es da oben irgendwo, oder? Fuck it.
Nee, so weit weg kann das nicht sein, oder? Da ist irgendwas, oder? Da ist das Hinterteil vom Flugzeug. Der sogenannte Arsch. Oder es war einfach nur ein Hinweis auf das Flugzeug. Nee. Verdammt, bin ich bescheuert. Nochmal. Wo war der Pfeil? War der da? Da oben ist der Pfeil. Er zeigt euch da drüben. Muss man da vielleicht hoch? Alter, da ist nichts. Pfeil zeigt genau hier hin. Da. Aber da ist nichts. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ja, scheiß drauf. Wir lassen es aus, mir egal. Leck mich. Leck mich doch am Arsch. Da ist keine Kiste und fertig. Okay, dann was war das? Kontrollbuch direkt, schön. Ja, meine Lieben, ob ihr es durch die Wald schaffen und ob ihr am Ende des Waldes oder irgendwo in diesem Abschnitt einen Kettensägen-Typ finden, sehen, keine Ahnung was. Das alles erfahrt ihr leider in der nächsten Folge. Es tut mir echt leid, Freunde, aber ich habe schon 27 Minuten aufgenommen. Ich will die Videos eigentlich, obwohl ich gern... Nee. Das wird im nächsten Video. Lasst euch überraschen, Freunde. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Gebt mir ein Like, gebt mir einen Kommentar, abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde. Ciao.